Immer mehr junge Leute kombinieren Outfits aus den 70ern oder auch aus den 80ern mit engen Röhrenjeans und Klamotten von heute. Dazu eine große Brille und bei Männern meistens ein Bart. In der Szene hat sich dafür der Begriff Hipster durchgesetzt. Von zwei Jungs aus Köln haben wir uns die Hipster-Szene hier in der Stadt mal zeigen lassen. Köln, Ehrenstraße, Treffpunkt der Hipster-Szene. Auch für Romain Mathieu Millians, Abiturient aus Köln, und Jan Bauch, Kaufmann, ebenfalls aus Köln. Zwischen den beiden liegen 10 Jahre, aber sie haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind Hipster. Für mich ist heutzutage Hipster auch so, es ist auch ein Lifestyle. So, es ist halt dieses, yeah, wir machen Fotos auf Instagram, wir gehen fancy feiern, wir haben einen coolen Style, so, wir machen Party hart. So. Und die meisten, die wollen es nicht zugeben, aber ich sag mal so, ich gebe es zu, dass ich so drauf bin und denke mir so, hey, why not? Mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass ein Hipster jemand ist, der halt in der Gesellschaft auffällt, vom Style her, und halt so eine Ausstrahlung hat, die halt so ein bisschen abgeflippter halt ist. In Berlin kann man das noch viel besser sehen, in Köln kommt das langsam. In Köln gibt's mittlerweile viele Läden, die jedes Hipsterherz höher schlagen lassen. Ausgefallene Mode und Accessoires geben hier den Ton an. Auch Jan und Romain toben sich in Sachen Mode so richtig aus. Beanie-Mützen, Jutebeutel, Retro-Rucksäcke und Ledertaschen gehören in jeden Hipster-Schrank. Voll im Trend bei Hipster sind auch Vintage-Klamotten. Also wir befinden uns gerade in dem Vintage-Bereich. Das heißt letztendlich Secondhand, neu verarbeitet. Ich würde sagen, unsere Generation ist auch umweltbewusster und somit ist es natürlich Secondhand super, weil so schmeißt man weniger weg. Und diese Neuverarbeitung ist ja sowieso einfach auch günstiger meistens als neu. Viele sind's, aber nur wenige stehen dazu. Trotz des Hypes ist der Begriff Hipster eher negativ behaftet. Warum eigentlich? Weil jeder individuell sein will. Und sobald es für etwas eine Bezeichnung gibt oder eine Schublade, will man sich da nicht einordnen lassen. Jan steht aber zu dem Trend. Seine Wohnung ist ebenfalls im Hipster-Stil eingerichtet. Alte Möbel gemischt mit moderner Technik. Hipster definieren sich allerdings nicht nur über das Aussehen. Gemeinsam mit einem Freund organisiert Jan regelmäßig die Party Audio Fashion im Ruhrgebiet. Die Musik ist häufig ein Mix aus Indie und Elektro. Hipster haben natürlich auch ein Lieblingsgetränk, Latte Macchiato, wenn möglich mit Sojamilch. In Köln trinkt Romain diesen am liebsten im Salon Schmitz. Auch dieses Café ist mit alten Möbeln ausgestattet und deshalb so angesagt unter Hipstern. Dazu kommt einfach, dass das Café hier auch einfach im belgischen Viertel ist. Das belgische Viertel ist ja ziemlich so das Szeneviertel in Köln, sprich da sind auch viele Hipster. Nach so einem langen Tag in der Hipster-Szene Kölns darf eine Sache zum Schluss selbstverständlich nicht fehlen. Ein Selfie fürs Internet. Der Countdown läuft.